Hallo Wittenberger und Umgebung, schön, dass ihr da seid. Wie versprochen sind wir wieder da. Heute machen wir unsere schöne Veranstaltung so wie sonst auch. Eigentlich identischer Ablauf, Strecke bleibt gleich. Und dann sehen wir uns erst am 6.4. wieder. Das ist ein Samstag um 16 Uhr mit Live-Konzert von Esteban Cortez. Und da es ja bei uns in der Prignitz nicht so einfach ist, sowas durchzukriegen, eine Veranstaltung und eine Versammlung, wird Esteban immer drei Titel singen, dann werden wir einen Redebeitrag halten, dann wird er wieder drei Titel singen, dann werden wir wieder einen Redebeitrag halten, dass uns die Versammlung nicht beenden. Aber wir kriegen das hin, oder? So, ich hoffe, ihr habt heute eine Spucke. Glaubt ihr was? Hier sind die? Bitte! Glaubt ihr was? Bitte! Hier sind die? Bitte! Wunderbar, jetzt geht's los! Aber sind wir eine gespaltene Nation. Durch jede ungelöste Krise, sei es Covid, der Euro, Klima, Flüchtlinge oder Krieg, haben wir uns in unsere Schützengräben zurückgezogen und verlernt, miteinander zu streiten. Wir haben unsere Kraft, unsere Entschlossenheit und unseren Mut für die Zukunft gegen die Angst eingetauscht. Aber vor allem haben wir unseren Stolz und unsere Lebensfreude verloren. Wir selbst, jeder einzelne von euch, hat das hier und jetzt die Zukunft unseres Landes in der Hand. Wie soll es weitergehen? Ich weiß nicht, wie viele Menschen ich erreiche, aber allen, die mich jetzt hören, rufe ich zu. Ihr seid nicht allein. Der Zeitpunkt ist gekommen, dass wir das Volk, unsere Nation, als geeinte Kraft zusammenfinden und auf die Straße gehen. Es wird Zeit, das zu tun, das zu schaffen, das einzufordern, was uns zusteht. Eine Politik der Vernunft, der Freiheit, der Verantwortung und des gesunden Menschenverstandes. Wir mögen uns nicht in allem einig sein, aber eins ist gewiss, es kann so nicht weitergehen. Es gibt keine Ausreden. Wer jetzt nicht aufsteht, wird es nie tun. Die Zeit zu halten ist jetzt. Hey, wenn du musst ja einen Giftarm nehmen.
Hört ihr das? Wir sind das? Da lag man das schon mal lauter hören. Hört ihr das? Wir sind die? Hört ihr das? Wir sind das? Hört ihr das? Wir sind die? Hört ihr das? Wir sind das? Hört ihr das? Wir sind die? Hört ihr das? Wir sind das? Hört ihr das? Wir sind die? Hört ihr das? Wir sind das? Hört ihr das? Wir sind die? Hört ihr das? Wir sind das? Hört ihr das? Wir sind die? Hört ihr das? Wir sind das? Hört ihr das? Wir sind die? Hört ihr das? Wir sind das? Hört ihr das? Wir sind die? Hört ihr das? Wir sind das? Dankeschön. Zwischen Trauman aus Westreichen und Armen. Ihr habt uns zu viel gefallen, denn ihr fürchtet uns, wenn wir zusammenhalten. Ihr habt dieses Land verraten, weil für die Asien ich mit den falschen Karten. Ihr seid nicht mehr die vierte Gewalt. Ihr leidet nicht mehr die Stimme dem Volk. Am Ende hat's wie immer niemand gewollt, wenn die Realität uns alle überrollt. Ist klar, dass es sich für euch nicht rentiert. Wenn ihr vor dem Schreiben recherchiert und fragen, ob ihr hier brauchen. Noch einmal für die, die unser Land als mal aufgebaut haben. Ihr habt ihr das? Ihr habt ihr das? Wir sind das? Ihr habt ihr das? Wir sind die? Ihr habt ihr das? Wir sind das? Ihr habt ihr das? Wir sind die? Ihr habt ihr das? Wir sind das? Ihr habt ihr das? Wir sind die? Ja, Pemes! Wir sind das? Ja, Pemes! Wir sind die? Ja, Pemes! Wir sind das? Dankeschön! Wir sind eine Nation, die die eigene Armee kaputt gespart hat und die Verteidigungsfähigkeit dieses Landes nicht mehr gewährleistet. Wir sind eine Nation, die von einem Imperium besetzt und mit Militärbasen übersehen ist. Wir wollen die moralisch Guten auf der Welt sein, dabei werden von unserem Land aus Drohnen gesteuert, um Menschen zu töten. Wir sind eine Nation, welche keine Grenzen schätzen kann und jeder illegale Einwanderer sofortigen Zugriff zu unserem Sozialsystem bekommt. Kein anderes Land auf der Welt tut so etwas, keiner. Wir sind das!
Guten Morgen, Umgebung. Mega Dankeschön. So, wir haben heute 40 Fahrzeuge und 400 Teilnehmer. Wir werden zwar weniger oder wir sind heute weniger, aber macht euch keine Sorgen, auch nach dem 6.4. wir machen weiter. Ihr werdet es ja an der Musik gehört haben, dass der Ton ein bisschen ernster wird. Und wie gesagt, ich persönlich habe da keinen Bock mehr drauf. Wir machen weiter. Ihr habt bei was? Wir sind die? Hitler! Ihr habt bei was? Wir sind das? Voll! Wunderbar! Wir erfreuen uns auch heute wieder. Nach einer Woche Pause habe ich so bei mir gedacht, es ist sicherlich angebracht, dass man das eine oder andere zumindest anschneidet. Jeder kann zu Hause dann üben und vertiefen. Es gibt einen neuen Stern am grünen Himmel. Katharina Stoller, die 26-jährige junge Frau, ist mittlerweile oder hat es dazu gebracht, Bundessprecherin der Grünen Jugend zu werden. Die Studentin mit 26 Jahren hat sie natürlich noch keinen Beruf. Sie hat aber durch einige interessante Aussagen auf sich aufmerksam gemacht. Und wenn ich in eine Runde gucke, sehe ich da viele junge Gesichter, die noch arbeiten. Ich brauche es nicht mehr. Und das sollte man sich mal im Kopf zergehen lassen, was diese junge Frau so im Kopf hat. Sie plädiert für eine 4-Tage-Woche mit 30 Stunden bei vollem Lohnausgleich. Und wenn sich das mit den 30 Stunden rentiert, dann soll das später auf 20 Stunden die Woche heruntergeschraubt werden. Denn das war ihre Aussage in der Öffentlichkeit, weil Arbeit macht krank. Also, tolle Perspektive. Ich denke mal, wenn sie so gut weitermacht, wird sie mal an die Seite von Omnit Nui Pur, der ja im Fernsehen in einem Interview auf sich aufmerksam gemacht hat und dort gefragt wurde, als Vertreter der Grünen, als Chef der Grünen, sollte er Fragen beantworten zur E-Mobilität. Die erste Frage war, wie viel E-Ladepunkte gibt es denn gegenwärtig in Deutschland und wie viel kommen jedes Jahr dazu? Er konnte diese Fragen nicht beantworten. Das Ziel der Grünen ist ja bis 2030 15 Millionen E-Autos auf unsere Straßen zu bringen. Und er wurde gefragt, wie sieht es denn aus? Wie viel produziert Deutschland denn jährlich und wie viel müssten produziert werden, um dieses Ziel zu erreichen? Er konnte die Fragen nicht beantworten. Die Frage, warum unter diesen Bedingungen, man hat ihm dann in dem Gespräch die Zahlen genannt, er war verblüfft. Und die Frage, warum dann in dieser Situation die Prämie für die E-Mobilität gestrichen wurde, das ist doch absurd, hat er kurz und knapp beantwortet. Kein Geld mehr da. Also Leute, geht arbeiten, erwirtschaftet Steuern, damit die Träume dieser Grünen wahr werden können. In der zurückliegenden Zeit, seit unserer letzten Demo, gibt es natürlich auch einige Ereignisse, die man sich wirklich auch mal durch den Kopf gehen lassen sollte. Da gibt es in Thüringen, falls jemand das noch nicht mitbekommen hat, auch eine offizielle Internetseite, 92 Tage. Da rufen die Thüringer Universitäten Studenten auf, die nicht in Thüringen wohnen, ihren Wohnsitz dorthin zu verlegen, um dann auch in Thüringen wählen zu dürfen und die Demokratie zu unterstützen und gegen AfD wählen. Jeder, aber auch jeder, soll ganz alleine entscheiden, wen er
wählt, wem er seine Stimme gibt. Und in Thüringen geht man sogar noch ein bisschen weiter. Wenn die dann ihren Wohnsitz dorthin verlegen, dann können sie bis zu 300 Euro Prämie bekommen. Sie nennen das offiziell die Unterstützung der Demokratie. Ich sage, in meinen Augen sind das gekaufte Stimmen. Und die haben in einer demokratischen Wahl nichts zu suchen. Absolut nichts. Nun ist aber, achso, ja, dann auf jeden Fall noch, weil ja auch sehr viele junge Leute hier sind, Mecklenburg-Vorpommern hat ja auch super auf sich aufmerksam gemacht. Dort hat man ja das doch tatsächlich geschafft, eine 16-jährige Schülerin an einem Gymnasium in ein Polizeigespräch zu holen, nachdem dieses 16-jährige Mädel ein Wahnsinnsvergehen sich geleistet hat. Sie hat doch tatsächlich einen Videoclip von den Schlümpfen gepostet, hat dazu geschrieben, aktuelle Umfragen in Mecklenburg sagen ja aus, dass die AfD führend ist, und sie hat geschrieben, die Schlümpfe sind blau und Deutschland ist es auch. Und dann kam noch etwas ganz, ganz Schlimmes dazu. Sie postete, Deutschland ist nicht nur ein Ort, Deutschland ist meine Heimat. Und das hat ausgereicht, dass der Schulleiter die Polizei verständigt hat. Ich hoffe doch, keiner verwendet mehr den Begriff Heimat im Zusammenhang mit Deutschland. Und die Polizei rückte dann doch tatsächlich mit drei Leuten an und hat sich dann um dieses 16-jährige Mädel mit drei Leuten gekümmert. Haben sie wahrscheinlich allen Mut zusammengenommen. Was absolut verwerflich ist, sie haben dann der Schulleiter und die drei Polizisten eine Gefährderaussprache mit dem Mädel geführt und das unter Ausschluss der Erziehungsberechtigten. Absolutes No-Go. Absolut. Man muss mit den vier Leuten, die an dem Gespräch oder die das Gespräch geführt haben, wahrscheinlich auch nochmal die rechtliche Grundlage durchsprechen. Aber es gibt Lichtblicke in Deutschland. Ja, so gut wie es hat. Und zwar ein Lichtblick. Frau Professor, wo willst du jetzt aufgeschrieben? Ah ja, Frau Professor Erika Raab, Geschäftsführerin der Kreisklinik Groß-Gerau in Hessen, hat eine Klage gegen Lauterbach in Bewegung gebracht. Sie klagt auf Schadensersatz in Höhe von 1,7 Millionen für ihre Klinik. Denn die Reformen, die dieser Herbert oben verfasst hat, die sorgen nur für Chaos. Und gegen diese Aktion in Thüringen, die 92 Tage durch die Hochschulen in Thüringen, ist ebenfalls Strafanzeige erstattet worden von einer Partei in Thüringen, nämlich dem Bündnis Deutschland in Thüringen. Ja gut, alles andere zu Hause selber nachgoogeln, nachlesen, immer informiert bleiben. Dankeschön. Abschließend möchte ich habe gesagt, jeder soll selber wählen. Für mich ist die Entscheidung gefallen. Ich halte mich an Esteban Cortez und zwar an seinem Titel Nie wieder Altpartei. Danke. Jawohl. Schönen guten Tag. Hallo liebe Leute, liebe Teilnehmer, mein Name ist Margit Hülsebeck, komme aus Lenzen. Wir sind hier mit dem Bus angereist, mit mehreren Gleichgesinnten, die kommen aus Lenzen, Eldenburg, Wedorf, umliegenden Ortschaften, Mausdorf, Landsherbitz, Lütgenbüsch, ja, Bernheide. Danke, dass ihr alle mit dabei seid und ich möchte mal Dankeschön sagen an das Organisationsteam hier, an euch, die uns die Möglichkeit. Geben uns unseren Unmut hier mal kundzutun, wenn man mal so in der Verwandtschaft, Bekanntschaft fragt oder hört, dann hört man immer wieder, ja, alles Mist und so scheiße, so kann es ja nicht weitergehen. Aber wenn du dann sagst,
komm doch mit zur Demo nach Wittenberge, dann hörst du manchmal, nee, mit den Rechten, mit den Nazis wollen wir nichts zu tun haben. Und ich muss euch sagen, woran liegt das? Weil nicht darüber berichtet wird, was uns hierher bewegt. Weil das einfach verschwiegen wird. Es wird nur noch immer gesprochen von den Bauerndemos. Das ist richtig, die haben auch angefangen, die haben den Mut dazu gehabt. Aber das ist ja schon längst nicht mehr, sind ja längst nicht mehr die Bauern und die Sorgen der Bauern, die uns hierher bewegen. Ein paar Worte möchte ich eigentlich sagen, ja, mehr so die allgemeine Sache, was ich von der Politik erwarte. Unsere Steuern für unser Land, für unsere Schulen und Kitas, für unsere Straßen und Brücken, für unsere Krankenhäuser, für unsere Pflegeheime, für den ÖPNV und dessen Infrastruktur, steuerliche Entlastung der Unternehmen, Handwerker, Industrie, Transport, Landwirtschaft. Aber das wisst ihr alle. Dann weiter, was ich von der Politik erwarte. Diplomaten schicken statt Waffen. Deutschland nicht kriegsfähig machen, sondern friedenstüchtig und sozialtüchtig. Denn soziale Unsicherheit gefährdet wirklich die Demokratie. Zivile Bauprojekte vor militärische Bauprojekte. Keine Waffenlieferung in Kriegsgebiete, keine Aufrüstung. Ach so, ja, dann wollte ich noch mal ganz kurz erwähnen. Ich war heute zum 91. Geburtstag meiner Mutter und die hatte kein leichtes Leben. Sie hatte noch erzählt, dass ihr Vater 1943 noch Soldat werden musste. Er hatte eine Familie mit 5 Kindern, eine Landwirtschaft von gut 30 Hektar und er ist nicht freiwillig in den Krieg gegangen. Er hat es überlebt, aber meine Mutter und deren Mutter, also meine Oma, die sind am 20. Januar 1945 bei minus 20 Grad und 20 Zentimeter Schnee mussten die flüchten. Die Oma mit 5 Kindern, 12, 11, 8, 6 und 5 Jahren, aus dem Kreis Birnbaum, Bezirk Posen. Nie wieder. Sie hat uns, ihren Kindern und Nachkommen, auf 10 Seiten geschildert, wie ihre dreiwöchige Flucht gewesen ist. Und ganz kurz mal noch. Und auf diesem Papier hat sie geschrieben, aus dieser dreiwöchigen Flüchtlingsreise gab es noch so manches und Trauriges und Erlebnisreiches zu erzählen. Aber ich habe genug geschrieben. Mein Bund, Frieden, 3 Ausrufezeichen, 3-mal unterstrichen. Unsere Mutter und uns erging. Mutti, Hochachtung für deine Kraft. Und das muss ich auch sagen, an deine Mutter weitergeben. Ja, das war jetzt ein bisschen emotional, aber so ist das eben, ne? Wenn man darüber spricht. Also, deutsche Volk das. Was ich noch von der Politik erwarte, die soll für das Volk handeln. Wir sind das Volk. Es muss faire Renten geben nach harter Arbeit. Moderate Eigenanteile für die pflegebedürftigen Bewohner von Pflegeheimen. Ich will euch mal ein Beispiel nennen. Also mein Mann ist leider auch schon im Pflegeheim, weil er sehr krank ist. Und der zurzeit einheitliche monatliche Eigenanteil im Pflegeheim beträgt 1.621,16 €. Unterkunft und Verpflegung kommen dazu monatlich 877,62 €. Dann, was kein Unternehmer wahrscheinlich bekommt, Investitionskosten monatlich 122,60 €. Und was auch kein Unternehmer
andererseits anderweitig bekommt, sind Ausbildungskosten. Die kommen mit 120,16 Euro dazu. Also das monatliche Heimentgelt, was aus eigener Tasche zu zahlen ist, haltet euch fest, das sind 2.741,54 Euro. Und das bei einer Durchschnittsrente von 1.543 Euro. Und ich frage mich, wer bekommt schon die 1.543 Euro Durchschnittsrente? So, und wenn jetzt man zu zweit ist, dann hat der Partner sicherlich auch noch eine Miete zu zahlen. Mehr möchte ich dazu eigentlich nicht sagen. Das ist beschämend. Das ist doch nicht in Ordnung. Deswegen unser Geld für unser Land. Ja, das waren eigentlich meine Worte, die ich mal hier loswerden wollte. Dankeschön auch an meine Söhne. Der eine Sohn stellt den Bus zur Verfügung und der andere Sohn hat den Bus. Dankeschön an euch alle. Macht weiter so. Tschüss und bis zum Ja, mega Dankeschön. Genau solche Zettel möchte ich für unsere Wünschebox haben, dass wir die nach Potsdam tragen können. Dass wir Punktepapier draus machen können. Die Zettel, die Sie nicht brauchen, legen Sie die in die Wünschebox. Wir hier mit Mario Orti, der nimmt den mit nach Potsdam. Und versucht, da Gehör zu finden. Als kleine Hausaufgabe wieder zum 6.4. Genau sowas, wie das geschildert wurde. Schreibt einen Zettel auf, schreibt, wie ich dir das vorstelle und schmeißt es in diese Box. Und wir machen daraus Punktepapier und tragen es nach Potsdam. Ja? Guten Abend, Wittenbare, Prignitz, Altmark, alle, die hier seid. Kleines Trüppchen heute, aber wir werden bestimmt wieder mehr werden. Warum bin ich heute wieder hier? So wie ihr vielleicht auch. Was ich von dieser Politik, von denen fordere, ist Rücktritt. Und zwar Dalli. Es geht so nicht weiter. Wir haben es gehört gerade von der Dame. Es ist unglaublich, dass man im Alter keine Lust mehr aufs Leben hat. Das kann nicht sein. Das ist unglaublich. Und wenn wir unser Geld verschenken in alle Welt, kann das natürlich nicht funktionieren. Das geht nicht. Und deshalb auch eine Forderung an die Politik, und das werde ich auch nochmal aufschreiben, da muss sich was ändern. Ich hätte auch die Idee für einen kostenlosen ÖPNV für Senioren. Hätte mal was. Deshalb ich hier hochgekommen bin. Vorhin fiel die Sache mit diesem Mädchen aus Ribnitz-Sandgarten und heute haben dort Mitschüler an dieser Schule ein großes Plakat vom Dach runter entrollt. Darauf war zu lesen, Heimatliebe ist keine Schande. Und Heimatliebe ist auch keine Schande. Und ich frage mich ganz ernsthaft, was suchten eigentlich über 50-jährige Rektor auf den TikTok-Seiten von 16-jährigen Mädchen? Könnte man ja verdächtig, also finde ich ja ulkig. Gut, aber ich möchte dich beruhigen, der Begriff Heimat ist ja auch in der Regierung verortet. Es gibt nämlich ein Ministerium für Inneres und Heimat. Deren Vorsitzende ist Nancy Faeser. Man sollte also, wenn man schon eine 16-Jährige auf diese Art und Weise verfolgt, auch bei Frau Faeser einbestellen, die mal fragen, was ich dabei denke. Das ist ja sowas von rechts im Heimatministerium. Also Gottes Willen, wo kommen wir denn da hin? Geht doch gar nicht. Diese Verlogenheit dieser Politik, das sieht man daran. Ein 16-jähriges Mädchen, und im Übrigen im Polizeigesetz steht was ganz anderes drin, die hätten da gar nicht erscheinen dürfen, und beim Erscheinen hätten sie mitmachen müssen, wir müssen das abbrechen hier, die Geschichte. Eine derartige Sache, ein junges Mädchen so unter Druck zu setzen und ihr zu erklären, mach so etwas nie wieder. Das erinnert mich an finsterste Zeiten. Das erinnert mich an Zeiten einer Diktatur und der nachfolgenden Diktatur. Rede nicht so laut, gestern haben sie einen abgeholt. Pfui Teufel für so eine Politik in diesem Land. Das hat nur ein Ziel, die Menschen verängstigen und klein machen und spalten. Und dass man am Ende dann dasteht und sagt, oh Gott, die Regierung kommt, oh Gott, das weiß ich, da kommt der Hausrufführer, der Blockwart kommt. Um Himmels Willen, wo kommen wir denn da hin? Wir sind ein freies Land und wir haben ein Grundgesetz. Und das wird von diesen Regierenden missachtet und mit Füßen getreten. Es ist unser Recht, dafür einzustehen, dass dieses Gesetz auch geachtet wird und mit Leben erfüllt wird. Und da müssen wir alle mittun. Wir können nicht bloß erwarten, dass die das tun. Die Parteien machen sich den Staat zur Beute. Und wir dürfen denen nicht länger den Spaten in der Hand lassen, mit dem sie das Loch graben, um unsere Freiheit, unsere Rechte und unsere Demokratie zu graben zu tragen. Wir spielen da nicht mit. Und abschließend die ganze Diskussion, die Lieferung des Taurus in dieser Hickhack da oben der Bundesregierung.
ich will diesen Kanzler nicht loben, das liegt mir fern. Der ist für mich ein Krimineller und damit basta. Aber die Sache bis jetzt so zu entscheiden, dass er vielleicht gar nicht entscheiden muss, entspricht auch seiner Art. Wir können sicher sein, dass die übrige Wertewesten irgendeinen Weg finden wird, diese Teufelsmaschinen in die Ukraine zu schicken. Wir wollen keinen Weltkrieg. Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen Diplomatie. Wir wollen, dass dieser Krieg dort zu Ende geht. Egal wie, Schluss damit. Keine Waffenlieferung mehr, Ende. Humanitäre Hilfe, ja, alles andere, nein. Und wenn ich dann eine Frau Baerbock höre, die sich über den Papst erbost, nun bin ich kein Mann der Kirche und ich finde auch alte Männer in Frauenkleidern irgendwie lächerlich. Und ich finde es auch seltsam, dass alte Männer den Vertreter Gottes auf Erden wählen und sich einmauern und weißer rauchen, schwarzer. Das ist deren Sache, ist mir egal. Aber eine solche Person, die zum Frieden aufruft und heute führt in dem Deutschlandfunk bei einer Radiodiskussion der Begriff, der Papst ist ein Verräter. Also, danke, da hört es bei mir auf. Man könnte mal sehen, wie verboten, wie verbissen die sind. Alleine schon den Gedanken auszusprechen, die oder die Seite darf den Krieg nicht gewinnen. Nein, der Frieden muss gewonnen werden und nicht der Krieg. Basta! Das ist doch das Einfachste von der Welt. Und ich habe das vor ein paar Wochen schon mal gesagt. Wir haben nicht die letzten Toten aus dem letzten großen Krieg der weißen Männer begraben können, weil viele noch verschollen sind. Und jetzt rufen die zum neuen Waffengang auf und gerade diese Pfeifen, die zum Waffengang aufrufen, die sitzen in der Etappe auf dem Sofa mit einem Glas Cognac in der Hand. Die Leute kennen untereinander. Die schicken Menschen aufeinander, die sich nicht kennen, die sich gegenseitig erschlagen und töten. Und die sitzen dann wieder am Tisch, wenn der Krieg vorbei ist. Und dann heißt es, so und so viele auf der Seite sind gefallen und so viele auf der Seite gefallen. Da fallen keine Namen, da fallen nur Zahlen. Und die sitzen wieder am Tisch und machen sich ein fröhliches Leben und bereiten den nächsten Scheißdreck vor. Stellt euch doch mal vor, du hast eine Rüstungsindustrie, kein Krieg, das ist doch Kacke. Das ist genau wie eine Pharmaindustrie zu haben und keine Kranken. Und deshalb erfindet man Pandemien. Ganz einfach. So. Und weil wir mit der Sache nicht mehr einverstanden sind, müssen wir zusammenstehen. Wir müssen unseren Zorn so lange auf die Straße tragen, bis die da oben sich endlich mal besinnen. Und die werden sich erst besinnen, wenn man denen den Stuhl da am Arsch wegzieht. Anders wird es nicht mehr funktionieren. Macht's gut, bis bald und bringt wieder ein paar Leute mit. Wir müssen mehr werden. Mehr, 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 mehr. Ja, also ich habe eigentlich noch ein besonderes Dankeschön an Estrichmann auszusprechen, der sich jede Woche tatkräftig mit seinem LKW unterstützt. Und vor allen Dingen, der auch jede Woche trotz Landwirtschaft hierher kommt. Andi sowieso. Zum Busfahrer aus Lenzen auch ein herzliches Dankeschön. Am 6.4. Leute, WhatsApp, Instagram, Facebook, egal, teilt. 6.4. Wir wollen richtig geiles Konzert mit Estrichmann. Ich kann euch nur so viel sagen, die Autogrammkarten sind schon da. Das heißt, wer nach der Veranstaltung ein Autogramm haben möchte von ihm, holt sich von uns eine Autogrammkarte und lässt sich die unterschreiben. Ja? Die Atmen was? Hey! Wir sind die? Bitte! Die Atmen was? Hey! Wir sind das? Voll! So, bis 6.4. Dankeschön! Bitte.